Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Odin mal shoppen. Ich habe ein bisschen was gekauft. Eine Sache ist mit bei, diese hier, die ist komplett gratis. Ich hatte mir ja den Staubsaugroboter gekauft. Habe ich ja ein Video drüber gemacht. Und da war so eine Karte mit drin. Habe ich die? Nee, die habe ich nicht mehr hier. Da war eine Karte mit drin. So wie bei dem AV-Hack HDMI-Verteiler, da war auch so eine Karte drin. Da habe ich es nicht gemacht. Diesmal habe ich es gemacht. Und da war entweder eine Steckdosenleiste oder Ersatzteile für einen Staubsauger. Wenn man eine Bewertung bei Amazon schreibt. Und dann habe ich eine Bewertung bei Amazon geschrieben. Ich schreibe sowieso unregelmäßig Bewertung bei Amazon. Aber ab und zu mache ich schon mal. Öfters mal mittlerweile. Und dann habe ich den Link dahin geschickt. Nachdem Amazon gesagt hat, ja, ist okay, du wird ja geprüft. Und dann habe ich da eine E-Mail hingeschrieben, da stand auf dem Kärtchen EU, keine Ahnung was. Und da habe ich heute gekriegt ein weißes Kartönchen mit Ersatzteilen drin. Hier steht auch drauf irgendwas. Ach so, das ist, wo die Sachen alle hinkommen. Der Filter in den Saugbehälter und so was alles. Und die Bürsten können wir auch mal aufmachen. Und wie gesagt, dafür habe ich gar nichts bezahlt. Ich habe einfach nur eine Bewertung bei Amazon geschrieben und habe die eingereicht. Und als Dankeschön habe ich das hier gekriegt. So, da sind dann halt jetzt hier zweimal von den Bürsten mit bei. Zwei waren ja sowieso als Ersatz beim Staubsauger mit bei. Also habe ich jetzt vier Ersatzbürsten. Ein Filter war beim Staubsauger auch Ersatz mit bei, einer drinne. Also habe ich zwei Ersatzfilter. Und eine neue Bürste. Also wenn meine zu dreckig ist oder so. Da ist auch bei so ein Reinigungswerkzeug mit bei gewesen, was man dann zwischen eine Borst machen kann. Aber hier dieses Gummi hier. Also wenn das ausgenuddelt ist und so, dann hat man so eine Ersatzrolle, die macht man dann rein und dann saugt da wieder gut. Habe ich auch hier oben, kann ich euch zeigen. Ach Gott, fällt hier alle drunter. So, da habe ich nämlich vom Staubsauger habe ich noch einen Filter, den kann ich dann gleich jetzt hier mit in die Packung mit reinmachen. Dann, oder wartet mal, dann nochmal Nummer 3, Nummer 4 und dann sind die nämlich dann alle hier schön geordnet, Filter rein, dann habe ich hier dieses Werkzeug, was halt mit bei war, um die so Rollen sauber zu machen, ja, also da kannst du dann halt hier überall den Staubsauger schön putzen, in den Rillen und so, das ist ganz gut und hier, diese Dinge, da kannst du dann halt hier zwischen und dann halt direkt hier zwischen den Dingern raus machen. Bei Katzenhaaren ist das verdammt gut. Das werde ich mir auch mal hier mit reinpacken. Ich habe mir auch diese Sicherheitsteile aufgehoben, was am Bumper dran war. Wer weiß, wozu man das mal vielleicht brauchen könnte. So. Und die Magnetrolle, die habe ich auch noch, die brauche ich nicht. Also. Weil bei mir fährt er ja sowieso nur. Achso, ich werde es mal andersrum machen. Bei mir fährt er ja sowieso nur im Flur, im Schlafzimmer und im Wohnzimmer. Küche und Badezimmer, da kommt der gar nicht hin, weil da die Stufe zu hoch ist. Im Badezimmer 9 cm, das schafft der nicht. So, haben wir jetzt auch Ersatz. Der kommt dann in meinen Schrank im Flur, wo das Putzzeug alle drin ist. So. Dann Amazon Go Gold. Also das hatte ich noch gar nicht, so einen Umschlag. Go Gold. Also ich weiß auch nicht, warum Go Gold. Achso, hier steht irgendeine Schleife. Weil Kinder nicht alleine gegen Krebs kämpfen können. Achso, okay. So. Da habe ich dann jetzt dieses hier gekauft. Das sind Schlangenbälle. Also Bälle, die kann man dann auseinander machen
Und die sollen wohl mit Magneten dann sein und kann man dann mit anderen kombinieren und kann dann irgendwas mustermäßig machen. Und da haben wir drei orange, drei blaue, also hier sind zwei, hier ist einer, drei grüne und drei schwarze. Eins, zwei, drei. Habe ich für die Kleine geholt. Kann sie jetzt zwar noch nicht benutzen, aber dann kann sie benutzen irgendwann. Und was man hat, hat man, was man kriegt, weiß man nicht. Dann habe ich das hier geholt. Das ist ein Nagelknipser. Der ist ja für unter der Dusche geeignet und so. Weil meine langsam stumpf werden. Und ich weiß gar nicht, ob man die auch schärfen kann oder so. Und da habe ich dann halt hier so eine Tasche. Und dann für mich, für die Kleine habe ich ja, also für die Große habe ich ja welche. Also ich habe zwei oder drei Packungen hier. Aber hier kann man dann kneifen. Wozu das hier hinten ist, weiß ich nicht. Ich glaube magnetisch oder so. Und dann haben die hier so einen, ja, so einen Überzug, so einen Gummiüberzug, das anti-rutschfest. Und auch von der Form her nicht so flach, also nicht so wölbig, sondern hier auch schön flach. Sieht man das? Ja. Und beim Großen genau das Gleiche. Also der ist wirklich groß für dicke, fette, große Zehennägel. Ja, für alte, dicke Männer wie mich. Und hier ist auch noch so eine Reibe drinne. Brauche ich zwar nicht, aber okay. Und ist die hier auch drin? Ach, hier ist er auch drin. Habe ich bezahlt 9,99 Euro oder so. Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Muss ich bei Amazon reingucken. Aber ich brauchte unbedingt wieder und da habe ich das dann gleich mal mitbestellt. So. Digga, du bist... Was ist das, ein dummer Kater? Der ist jetzt... Könnt ihr das sehen? Der, hier ist der Stuhl. Nee, abhaken. Abhaken. Tisch ja, also ausnahmsweise, aber nicht hoch. Der will nämlich jetzt hier mal hoch und da hoch und dann oben auf den Schrank und dann ruppt er mir die Figuren einmal um. So. Ein Karton. Dann habe ich das hier geholt. Das ist Klebeband. Durchsichtiges Klebeband. Ihr seht ja, dass das etwas dicker ist. Das sind 5 Meter. Und das wollte ich unbedingt testen. Ja, kann man vielleicht ein bisschen besser sehen. Das wollte ich unbedingt testen, weil das kann man abmachen, zuschneiden und auf den Boden machen und dann Teppich zum Beispiel ankleben. Oder an der Wand machen und dann kann man, was weiß ich, einen Kochlöffel ranmachen und dann fällt der nicht runter. Ist aber wiederum so geil, dass wenn es dran ist und man braucht es nicht mehr, macht man es da ab, man schmeißt es nicht weg, man wäscht es unter Wasser aus und kann es an eine andere Stelle hinkleben. Und dann klebt es wieder. Und immer noch. Und toll. Und ich habe sowas im Auto, wo mein Mettler drauf ist. Und da bräuchte ich noch was. Habe ich gedacht, dass ich die Mettler vielleicht ein bisschen besser genauer ausschneiden kann und so. Dass der vielleicht noch ein bisschen besser vorne auf der Armature drauf ist. Und für hier, für was weiß ich, irgendwelche Bilder und so. Also bei Amazon haben die auch Bilder damit angehangen. Jetzt bin ich mal gespannt, dass ich dann vielleicht ein bisschen weniger bohren muss. So, können wir das hier mal reinmachen. Das machen wir auch hier rein. Und dann habe ich das hier geholt. Ich hatte ja beim letzten Video euch schon gezeigt, also hier vorne sieht er auch, steht auch was drauf. Ich hatte ja im letzten Video schon gezeigt, dass ich für Juna zum Geburtstag so Ballons und so Happy Birthday Zeug und so gekauft habe. Das ist auch nochmal sowas. Hier ist eine Luftballonpumpe mit bei. Also, oder? Ich weiß nicht, was das Ding sein soll. Ich glaube aber, dass es eine Luftballonpumpe ist. Also das Ding hier. Dann haben wir hier weißes Band mit bei. Und Klebeband haben wir mit bei. Und dann haben wir hier ganz viele weiße, also die sehen jetzt ein bisschen gelblich aus, also so Stoßzahnweiß, würde ich jetzt sagen. Kommen nicht auf den Namen. Aber nicht ganz weiß. Und rosane Ballons. Und das silberne und lilane, das ist dann Happy Birthday Schriftzug. Wartet mal. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch geil. Da kannst du das, was du hast,
nochmal erweitern, also noch mehr größer machen. Und das ist nicht auf ein Jahr begrenzt. Das ist, selbst wenn wir jetzt nicht davon nicht alles verbrauchen, haben wir für nächstes Jahr noch was. Meine Bestellungen. Weil die Ballons waren bei dem anderen ein bisschen wenig, habe ich gedacht. Dann nimmst du noch ein paar Ballons mit dazu. So, 13 noch was habe ich bezahlt, oder? 13,99, ja. Gekauft am 23. September 2019, Style 2. Style 2 ist halt, könnt ihr auch sehen, dass ich es wirklich gekauft habe für echtes Geld. Er hat auch eine 5-Sterne-Bewertung. Also drei Leute haben schon bewertet und haben 5 Sterne gegeben. Und das sind silbern Happy Birthday, rosa sind noch 2 Herzen mit bei und 15 normale Ballons. Nee, 100, 115 Stück. Entschuldigung, 115 Stück. Da könnt ihr das komplett sehen. Ja, also hier silberne ist Happy Birthday, dann haben wir die 2 Herzballons noch und da steht dann ein Herz mit 115 drin. Das ist für diese Ballons, für diese weißen rosanen. Da sind es 115 Stück insgesamt. Ich habe zwar noch Ballons, aber halt nur blau, grün, gelb und das habe ich gedacht, das passt besser zu mir. Geburtstag, rosa, weiß ist ja Mädel. Da ist es doch viel schöner. So. Und das war eigentlich auch schon. Mehr habe ich jetzt nicht gekauft. Ich habe noch in Planung, noch was zu kaufen. Ich will noch mal eine Kühltasche kaufen. Aber das werde ich erst Ende des Monats machen, wenn wieder Geld da ist. Ich kann ja nicht so viel. Ich habe jetzt nur mal so ein bisschen was geholt. Und Weihnachten kommt ja auch noch und Geburtstag. Da kommt auch noch ein bisschen was auf mich zu. Da werde ich dann auch Videos machen. Und dann werde ich auch wieder verpacken Videos machen. Da freut ihr euch ja immer drüber. Jo. Obwohl, da sind manche Sachen, die werde ich wahrscheinlich nicht verpacken. Erkläre ich euch alles. Große hört mit. So, dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden, wenn es euch gefallen hat. Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare. Also da unten reinposten. In die Kommentare. Ich bin dann mal weg. Ich wünsche euch allen was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Wodin.